Was fällt dir ein, so mit deinem Bruder zu reden? Die hat gesessen. Ansgar, das wollte ich nicht. Was fällt dir ein? Wie kannst du es wagen? Es tut mir leid. Und es wird dir gleich noch viel mehr leid tun, wenn du... Das wirst du noch bereuen. Brauchst du vielleicht einen Eisbeutel? Ich könnte mir deine Wange mal anschauen. Spart euch die blöden Sprüche. Sprechen uns noch. Jetzt haben wir aber Angst. Hör mal, eine wirklich tolle Vorhand. Wir sollten mal eine Runde Tennis spielen gehen. Leonard, bitte. Komm, wir gehen. Oh Mann, wie konnte ich nur so blind sein und nicht bemerken, wie super Carla ist. Sie hat Stil, sie ist sensibel, klug und schön und mach dich nicht lustig. Das will ich niemals tun. Ich freue mich doch, dass du endlich begriffen hast, dass du dir diesen kleinen romantischen Schlenker über mich hättest schenken können. Hm? Hör mal, das hatte seine Gründe. Das hoffe ich doch. Und was Carla angeht, ich war immer davon überzeugt, dass ihr das perfekte Paar seid. Nur, da wollte jemand nicht auf mich hören. Ist das ein Wunder? Ich meine, bei den ganzen Missverständnissen zwischen ihr und mir. Ich glaube, sie war mindestens 100 Mal kurz davor, mich zu feuern. Das liegt ja jetzt glücklicherweise hinter euch. Schon. Aber ich habe auch erstmal überhaupt nicht mitbekommen, dass sie sich in mich verliebt hat. Und als ich es endlich mitbekommen habe, musste ich ihr natürlich sofort sagen, dass ich ihre Gefühle nicht erwidere. Naja, das hat sich ja jetzt geändert. Carla wird überglücklich sein, wenn du ihr sagst, was du für sie empfindest. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Naja, wie sieht das denn aus? Ja, manchmal dauert es eben eine Weile, bis man weiß, was man fühlt. Das kennt Carla auch. Darum geht es nicht. Aber vor ein paar Wochen habe ich ihr noch die Ohren voll geheult, weil du dich von mir getrennt hast. Ja, und? Ja, Carla muss doch denken, dass ich sie nur als Lückenbüßer benutze. Ach, Unsinn, das glaube ich nicht. Trotzdem, es ist echt der falsche Zeitpunkt. Ach. Was steht denn sonst noch an? Ja, das muss auch verschoben werden. Ja. Ich melde mich, sobald ich absehen kann, wenn ich wieder ins Büro komme. Natürlich bin ich erreichbar, aber nur in Notfällen. Danke. Verzeihung, der Tierarzt ist eingetroffen. Gott sei Dank. Ja, ich bin auf dem Gestüt. Können Sie das bitte, Stella, ich meine Frau Mann, ausrichten? Sehr wohl. Danke. Warten Sie. Ich mache das selber. Ich weiß, du meinst es gut, aber... Nur, nicht nur das, ich habe auch recht. Sprich mit Carla. Das ist sie. Das ist Gedankenübertragung. Naja, was ist los? Nimm ab. Ich kann nicht. Stella, jetzt sei nicht so kindisch. Ja, bitte? Hallo, Frau Mann, hier ist Carla von Lahnstein. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Mr. Ed, es geht ihm wieder schlechter. Der Tierarzt ist noch mal da. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wäre es möglich, dass Sie aufs Gestüt kommen? Also, ich weiß nicht ganz, wie ich Ihnen da behilflich sein kann. Es wäre einfach schön, wenn Sie... Ich habe wirklich Angst um Mr. Ed und es wäre leichter für mich, wenn Sie, also, wenn ich nicht allein wäre. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich, es tut mir leid, ich habe heute leider viele Termine. Termine? Ja, mit einigen Lieferanten und... Verstehe. Ja, natürlich, es war ja auch nur eine Frage. Entschuldigen Sie. Wissen Sie was? Ich glaube, ich könnte... Hallo? Hallo? Gräfin Lahnstein. Mit Ihnen hätte ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Hallo. Entschuldigen Sie, dass ich vorhin erst einmal abgesagt habe, aber ich war einfach... Ich hätte gleich kommen sollen. Nein. Es war ein bisschen unverschämt von mir, dass ich Sie einfach herbeordern wollte. Nein, gar nicht. Vielleicht sollte ich... Am besten fange ich nochmal an. Ich wollte Ihnen gerne erklären, warum ich vorhin so sonderbar reagiert habe. Das ist überhaupt nicht nötig. Jetzt sind Sie hier. Für mich, das ist wichtig.
Wie geht es denn, Mr. Ed? Nicht so gut. Ich dachte gestern, er hätte die Kolik überstanden. Das dachte ich auch, aber über Nacht hat sich sein Zustand wieder verschlechtert. Aber die Tierärztin kümmert sich doch um ihn. Wenn es schlimmer wird, dann muss er in die Klinik und wir kommen um eine OP nicht herum. Das heißt aber noch lange nicht, dass er es übersteht. Ich bin mir ganz sicher, dass er das wird. Sehen Sie das nicht allzu schwarz. Das Warten ist immer das Schlimmste. Danke. Es ist schön, dass Sie hier sind. Und? Die Tierärztin kann auch nichts sagen. Aber das ist auch ein gutes Zeichen, dass Sie das Pferd noch nicht in die Klinik gebracht haben. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Mr. Ed, oder? Meine Mutter hat ihn mir geschenkt, als er noch in Fohlen war. Ist es nicht komisch für Sie, dass Ihre Mutter plötzlich wieder da ist? Total. Sie ist mir so fremd. Alles kommt mir irgendwie so surreal vor. Ich hatte eigentlich immer eine engere Beziehung zu meinem Vater. Und als Mutter dann weg war, hat sich das noch verstärkt. Als es jetzt mit Luises Vater passiert ist, da ist alles wieder hochgekommen. Ich konnte mich noch nicht mal von meinem Vater verabschieden. Ich weiß auch nicht, wo seine Leiche ist. Ich vermisse ihn. Und Mr. Ed? Der erinnert mich immer daran, wie es früher war. Da war alles so unbeschwert und leicht. Wir waren eine ganz normale, glückliche Familie. Mr. Ed wird durchkommen. Daran müssen Sie glauben. Ansgar, ich habe dich schon gesucht. Und? Was willst du? Meine Entschuldigung vorhin war ernst gemeint. Ich weiß wirklich nicht, was in mich gefahren ist, dich zu schlagen. So. Wie leid tut es dir denn? Ich verstehe nicht ganz. Was willst du hören? Ja, genau, das ist doch das Problem. Es kann dir gar nicht leid genug tun. Glaubst du im Ernst, dass ich mich von einer durchgeknallten Irren so demütigen lasse? Das nächste Mal, wenn du mich so behandelst, wird es dir leid tun. So. Und wie gedenkst du, das zu erreichen? Mach dir mal keine Sorgen. Da fällt mir schon was ein. Nur die Frage, ob dir das was nützen wird. Hast du dir schon mal überlegt, was aus all deinen schönen Plänen wird, wenn ich nicht mehr hier bin? Ohne Francesca von Lahnstein wirst du nie das Sagen haben. Weder in der Holding, noch in der Familie. Wolltest du noch etwas sagen? Was ist, wird er durchkommen? Er hat noch mal richtig Glück gehabt. Gott sei Dank. Ich schaue morgen noch mal nach ihm. Ja, vielen Dank. Sie hatten recht. Das habe ich doch immer, oder? Sie meinen, ich sollte mich dran gewöhnen? Ja, warum nicht? Aber Mr. Ed ist erst mal wichtiger. Sie haben schon wieder recht. Obwohl nicht ganz. Danke. Danke, dass Sie mich nicht allein gelassen haben. Gern geschehen. Alles in Ordnung? Ihm geht schon wieder viel besser. Das sieht man. Wenn Sie wollen, können Sie ruhig gehen. Nein, gar nicht. Ich meine ja nur,
Sie waren jetzt lange genug hier und haben mir Händchen gehalten. Sie haben da was. Warten Sie.